Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Karina Gödecke, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Hannelore Kraft, ich glaube, Marc Härte hatte sich angemeldet, lieber Marc Oleniak, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Fraktionen, Kabinett und Ministerien, liebe Vertreterin der Nichtregierungsorganisation, Medien und Verbände, liebe Grüne, liebe Nicht-Grüne und vor allem liebe noch Nicht-Grüne. Sehr, euch und Sie hier auf dem Grünen Sommerfest begrüßen zu dürfen, zum Feiern und zum Entspannen. Eine vollständige Begrüßung, da bitte ich jetzt um Verständnis, der diplomatische Korps auch anwesend, werde ich jetzt abkürzen. Ich mache es kurz und sage, herzlich willkommen an all jene, die 25 Jahre Grüne mitgestaltet haben. Das ist auch ein ganz besonderer Abend für euch hier unter uns. Viele wissen ja, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen so ein bisschen die Nachzügler im bundesweiten Vergleich waren. In vielen Bundesländern gab es Landtagsfraktionen schon in den 80er Jahren. Und bei uns hat es bis zum 13. Mai 1990 gedauert. Und auch da war es doch mit 5,05% und 12 Abgeordneten denkbar knapp. Wir zogen dann in diesen wunderschönen Landtag dieses wunderschönen Hauses mit Tretmobilen, Blumen und Musik ein. Hier ein Foto von der Urbegrünung sozusagen des Landtags, unsere erste Landtagsfraktion. Ein Blick in die erste Reihe zeigt Michael Vesper und Bärbel Höhn wie immer in trauter Einigkeit. Die grüne Fraktion hier kam spät, aber trotzdem sind wir die Fraktion, die längste Regierungserfahrung in Deutschland hat. Und da begrüße ich auch den Kollegen Robert Habeck aus Schleswig-Holstein. Da müsst ihr noch ein bisschen aufholen. Es war ja am Wahlabend 1990, als ein gewisser späterer Bundespräsident Johannes Rau darüber philosophierte, ob wir denn nun Fußnote oder noch Kapitel in der Landesgeschichte von Nordrhein-Westfalen sein sollten. Vielleicht war es aber auch jenes Plakat aus dem Wahlkampf 1990 mit dem schlaffen Johannes, also das soll Johannes Rau sein, der so schlapp regiert hat. Aber liebe Freundinnen und Freunde, eins ist klar, die Frage Fußnote oder Kapitel ist, glaube ich, beantwortet. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Schon beim Einzug 1990 ging es mit Themen richtig zur Sache. Gazweiler 2, die Verbesserung der Lage der Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, die Gleichstellung von Frauen und Männern, irgendwie alles Themen, die uns, glaube ich, auch heute noch bekannt vorkommen und die wir bearbeiten müssen. Wir waren damals die kleinste Fraktion, aber ich würde so ein bisschen für uns in Anspruch nehmen, durchaus eine sehr leistungsfähige. Mit 433 Gesetzentwürfen und Anträgen lagen wir mit 12 Abgeordneten weit vor den Initiativen der CDU. Und hier sieht man auch, alles schaffen wir aus eigener Kraft. Tretmobil deutlich vor 9-11er. Unsere Fraktion, die Arbeit dieser kam gut an. Die Fußnote hat sich bei der Landtagswahl 1995 knapp verdoppelt. 10% und 24 Abgeordnete. Wir haben jetzt hier ein Bild, da sind natürlich nicht nur die Abgeordneten, das gestehe ich zu, da sind auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der damaligen Zeit mit dabei. Die Landtagsfraktion hat es von dem Sub in den Haupttext geschafft, die erste rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wurde gebildet. Auf dem nächsten Bild sehen wir einige gute Bekannte. Als Landesmütter und Landesväter, bei der Unterschrift unter den Koalitionsvertrag. Tag gab es eine kleine Panne. Die Kinder, gut zu erkennen, Mia Nacken und Elias Steffens, die wurden mitgenommen. Aber der Koalitionsvertrag blieb leider liegen. Besser so rum. Ja, kein Kind zurücklassen. Doch Rainer Pringen hat uns wieder rausgehauen. Der damalige Landesvorsitzende hat aufgepasst, blieb zurück, holte den Koalitionsvertrag, steckte ihn ein und jetzt liegt er im grünen Archiv.
Wobei man dazu sagen muss, so mancher Sozialdemokrat hat sich ja offensichtlich schon nach wenigen Wochen nicht mehr an den Text des Koalitionsvertrags angesehen. Und auch die kleine Ordnung im Landtag wurde anders. Man möge sich erinnern an Barfuß im Landtag mit Silke Mattentun oder die legendäre Sommerrede von Sigi March im Hemd, ohne Jackett, mit Europa-Hosenträger. Und dann kam der Landtagspräsident Klose und sagte, und rühmte diese Europa-Hosenträger. Dann meldete sich ein gewisser Abgeordneter Klaus Mattiesen von der SPD-Fraktion und fragte den damaligen Sitzungspräsidenten, ob es denn nicht noch dramatischer wäre, wenn er jetzt die Hosenträger ablegen. Ein wirkliches Kampffeld der Koalition war natürlich Garzweiler 2. Und da hat sich wieder ein gewisser damals noch Landesvorsitzender aus Aachen mit seiner Problemlösungskompetenz hervorgetan, indem er die vielbeachtete Antwort auf den Franz-Josef-Strauß-Flughafen im Herdinger Moor, nämlich den GIA, vorgeschlagen hat, den Garzweiler International Airport. Dieser Vorschlag wurde in der Bild-Zeitung, WDR und Radio Neandertal breit diskutiert, aber leider hat zumindest dieser charmante Vorschlag nicht die Erfüllung gefunden. Eine etwas abwegige Liaison hingegen eines gewissen Wolfgang Clement führte noch einen etwas abwegigen politischen Flirt. Man erinnerte sich an die Fahrten auf den Rolltreppen. Aber auch er hatte das Schicksal, dass diese Liaison nicht zum Vollzug geführt hat. Allerdings fragt man sich, wem haben die Spielchen von damals benutzt? Ich kann nur sagen, zwei Frauen sollten es 10 Jahre später deutlich besser machen. Die politische Großwetterlage und zugegebenermaßen auch die ein oder andere ausgemachte Störung führten dann bei der Landtagswahl 2005 nicht nur zum Verlust der rot-grünen Mehrheit, sondern auch mit 6,2% zu einem Zusammenschrumpf der grünen Fraktion. Mit 12 Abgeordneten, hier ein schönes Bild von der Kaiserswerther Ausbildungsstätte. Aber diese Fraktion hat es trotzdem geschafft, mit viel Fleiß, mit viel Engagement und hoher Kompetenz für die Oppositionsrolle anzunehmen. Und 2010 war es dann so, dass wir mit 12,1% das beste Ergebnis in der Geschichte der Landtagsfraktion von Grünen erreicht haben. Es zogen dann 23 Abgeordnete in den Landtag ein. Ja, und dann kam etwas, was in der Landesgeschichte bisher einmalig geblieben ist. Eine rot-grüne Minderheitsregierung, die rot-grüne Koalition der Einladung. Und trotz aller Umrufen schaffen wir es schnell, Studiengebühren abzuschaffen, den Teufelskreis der Verschuldung der Kommunen zu bremsen, den Schulfrieden zu schließen oder auch bessere und mehr Kita-Plätze zu schaffen. Und trotzdem ging es rasant weiter. Schon im Jahr 2012 scheiterte im März des Jahres die zweite Lesung des Haushaltes und im Mai gab es dann Neuwahlen. Bei diesen Neuwahlen haben SPD und Grüne eine eigene Mehrheit in diesem Land errungen. Hier ein aus meiner Sicht legendäres Bild aus der Taz, in Fachkreisen auch als sogenannte Kraft-Wärme-Kupplung bekannt geworden. Für uns Grüne war diese Landtagswahl auch ein großer Erfolg. Mit 29 Abgeordneten zogen wir wieder in den Landtag ein. Auch hier bitte ein Blick in die erste Reihe, die Fraktionsführung, ähnlich harmonisch wie Michael und damals Bärbel, aber jetzt sogar mit dem eigenen gemeinsamen Tisch. Wir haben auch in dieser Legislaturperiode das eine oder andere geschafft. Wir haben was getan für Klimaschule, Bildung, aber auch für den Nichtraucherschutz. Da möchte ich nicht nur die Gesundheitsministerin an die legendäre Kaffeeklappe erinnern. Eine ziemlich miefige Qualmbude, wo, glaube ich, auch die Gesundheitsministerin die eine oder andere Zigarette geraucht hat. Dort stand der Rauch dichter als der Nebel in der Bretagne jeden November.
Liebe Freundinnen und Freunde, 25 Jahre Grüne Fraktion sind eine lange Zeit. Mit Höhen und Tiefen, mit Frust und Glück. Und deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nur meinen aktiven Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion herzlich danken, das natürlich an allererster Stelle, und auch allen anderen, die in diesen 25 Jahren für Grüne gearbeitet haben. Vielen Dank für euer Engagement. Es war eine tolle Zeit. Nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergessen, schließlich war ich auch selber mal einer, die diese Arbeit möglich gemacht haben, die die Parlamentsarbeit unterstützen, die unter anderem dieses Fest möglich gemacht haben. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort mitgetan haben. Jetzt möchte ich drei ganz junge von Ihnen mal nach vorne bitten, nämlich die Amelie, die Isa, die Martha. Die drei haben im letzten Jahr bei uns das sogenannte freiwillige soziale Jahr im politischen Leben gemacht. Ganz tolle Arbeit. Ich möchte euch sehr herzlich auch im Namen der ganzen Fraktion dafür danken. Ihr habt unsere Arbeit sehr bereichert. Die drei haben heute ihren letzten Tag. Deswegen. Kommen wir zum letzten und entscheidenden Höhepunkt dieser Serie. An bei all diesen Geschichten dabei. Damals war er zuerst war Parteivorsitzender in Nordrhein-Westfalen, dann ist er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in die Fraktion gekommen und zuletzt war er Fraktionsvorsitzender 5 Jahre lang und seit März tritt er ein bisschen kürzer. Und das, was, glaube ich, nicht viele für sich sagen können, dass jemand, der das macht, dann so viel Lob bekommt, wenn er zurücktritt, das ist, glaube ich, schon sehr selten. Bitte auch einen Blick auf diese wunderbare Collage natürlich. Da vor 3 Jahren ungefähr oben links. Lieber Rainer, du hast mit unendlich viel Ausdauer, mit Zähigkeit und Mut und mit Kompetenz und Chuzpe hier viele Freunde gemacht, aber natürlich auch viele Gegner. Aber ich glaube, diese Gegner respektieren dich bis heute aufgrund deiner tollen Arbeit. Und deswegen, damit du deine Sternstunden im Parlament auch immer daran erinnern kannst, wollen wir dir ein kleines Geschenk machen. Deine gesammelten Reden in gedruckter Form. Die Lektüre, lieber Rainer, wird dir zeigen, dass du meistens recht hattest. Wenn du mal nicht recht hattest, hast du dich zumindest in die richtige Richtung bewegt. Viel Spaß beim Lesen und vielen Dank für deine Arbeit. Ja, und allen wünsche ich jetzt ein wunderbares Sommerfest.